Willkommen zurück bei Pokémon Weiß. Ich habe es geschafft, die Zeit wieder auf Herbst umzustellen. Das werdet ihr gleich sehen, wie schnell das wechselt. Erstmal von Winter auf Frühling, von Frühling auf Sommer und von Sommer auf Herbst. Also der Herbst ist wieder da und ich kann euch auch erzählen, wie das ging. Nämlich Desmium hat kein Teil, mit dem man die Zeit umstellen kann. Es greift da aber auf die PC-Systemuhr zurück. Deswegen muss man die PC-Systemuhr verändern. Ich weiß nicht ganz wieso, aber ich musste es jetzt auf 5. Juli stellen, obwohl, ja, ihr wisst, ich kenne mich schlecht mit Monaten aus. Ich habe gegoogelt, September, Oktober, November ist Herbst und in dem Game fängt irgendwie im Juni Herbst an, ich weiß auch nicht. Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander in Kämpfen anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen. Das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug, lass mich einfach mit deinem Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen, als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Du bist der Molga, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Ressa für ein Trainer? Jetzt bin ich interessiert, Kevin. Was hast du zu sagen? Verstehe, Ressa ist in Venetia geboren und aufgewachsen. Lebt dort zusammen mit der Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Man vertraut es dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn auch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. Und ein jeder Mensch wie Pokémon sehe eine erleuchtende Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Jesus benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen, den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines hellen Haaren in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Weg der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Die Leidtragenden sind letztlich doch nur die unschuldigen Pokémon, törichter Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir. Daher verdienen sie es, mit Achtung gehandelt zu werden. Glaub mir, es zeigt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solchen formidablen Trainer wie dich von seinem Pokémon trennen zu müssen. Ja gut. Der hat auf jeden Fall Pläne, aber jetzt macht das Ganze für mich mehr Sinn, dass die Plasma anscheinend nur denen die Pokémon klauen wollen, die sie schlecht behandeln. Das ist auch ein gutes Ziel. Also jetzt verstehe ich die Plasma mehr. Ich dachte davor, ja, jedes Pokémon von jedem Menschen trennen. Ist vielleicht deren Ziel, kann es natürlich immer noch sein, aber mein jetziger Eindruck ist, dass sie es nur von denen klauen wollen, die schlecht mit ihnen umgehen und das ist auch gut so. Ich meine, man verliert auch das Sorgerecht als Mutter-Vater, wenn man schlecht mit dem Kind umgeht. Aber ich kann es gut damit vergleichen, denke ich. Haben wir ja schon besiegt, ich hier keine Angst. Ich hoffe zumindest, dass wir hier lang müssen. Ich meine, hier ist der Wendelberg und da... Och nee. Hab ich mich umgekehrt. Ressler, lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Jet-Ordens stärker ist. Ja dann. Zeig her. Ich bin inzwischen etwas oft gegen ihn, aber... mal schauen, inzwischen sollte er auch schon die Entwicklung haben von seinem Starter. Obwohl, und falls es noch Level 33 ist, glaube ich es eher nicht. Ja, ist ein guter Anfang für uns. Wir können hier ganz gut mit Funksprung drauf gehen. Ach scheiße. Egal, wir sind leveltechnisch auch im Vorteil, da passt es schon. Klar bist du stark, aber das bin ich auch in Ordnung. Ja, du bist stark. Dich kann ich als würdigen Rivalen ansehen. Ich meine, du hast ein voll entwickeltes Fuzzlesnob. Leveltechnisch ist in Ordnung, du trainierst. Du hast nicht Nagelotz trainiert, oder? Oder Cheetah, ja, ist ein interessantes Team.
War das noch so, der Cheater gefällt mir soweit. So einen Affen dabei haben geht. Ja. Ach du Scheiße. Ich meine, ich wollte eh auswechseln, aber das ist viel zu killen, das ist scheiße. Gehen wir mal auf Miguel. Gleiches Level, gleiche Chancen. Ich weiß, dass es wieder was hat. Danke, Miguel. Naja. Wenn er sich einmal vor Verwirrung selbst verletzt, dann können wir ihn jetzt killen. Komm. Scheiße, obwohl sie uns im Überblick. Er könnte sich immer noch selbst angreifen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich wechsle es lieber aus, weil mit Verteidigung down, er könnte sich selbst angreifen. Das wäre geil. Und ja. Ja, auswechseln zu Hoggle, komm, greif dich selbst an. Natürlich geht er jetzt auf Siedewasser. Ach, was eine Scheiße. Wieso funktioniert die Verwirrung nicht? Ganz ehrlich, sag's mir, wieso geht die Verwirrung nicht? So eine Scheiße. Moment, der wird einen Pflanzenstarter noch haben. Haben wir dagegen irgendwas? Ja, Kreuzschere. Ach, jetzt greift sich selbst an. Ja, schön, danke auch, du was Scheiße. Wir haben wahrscheinlich Level 34 oder auch 33 beim nächsten Kampf. 35! Ja, beim nächsten Kampf wird es auf jeden Fall entwickelt sein. Natürlich ein Crit, ja! Der könnte gewinnen. Ja, wir haben noch Körper. Langsam ist er gar nicht mehr so overlevelt. Hier schau erstmal drauf. Oh, Knirscher ist gut, ja. Geiler Quid. Sehr geil. Angriff ist damit einmal gepusht. Und was ist dein letztes? Cleopatra, ja geil. Ach, er hatte Cleopatra und Bell hatte. Guck mal da, oder? Zeigt sich wahre Stärke etwa nur darin, dass man ihn nie verliert? Zählt es denn wirklich nur, wie oft man gewinnt? Ich würde sagen, es zählt, wie gut man sich gegen Gegner angestellt hat. Sagen wir mal, ein Trainer mit Level 5 gewinnt gegen irgendeinen Käfersammler. Und ich verliere gegen den Champ, aber nur ganz knapp. Ich würde sagen, ich wäre immer noch besser als der Dude, der den Käfersammler besiegt hat. Meine Meinung. Kann, denke ich, auch jeder nachvollziehen, vor allem bei einem Vergleich von so und Unterschieden. Was hier ja nicht mal der Fall ist, denn Sharon ist ziemlich nah an mir dran. Perfekt. Sicher, Pokémon-Kämpfe machen eine Menge Spaß, aber was heißt es eigentlich, wirklich stark zu sein? Du bist stark. Komm schon. Oh, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Champ. Ich frag mich noch, ist das nicht der Champ Low? Schwach und habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Achso, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin noch immer kein Deut schlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Drang eines Champs zu erringen, das würde meinem Leben einen Sinn geben. Mir jetzt beweist ihnen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugene. Es ist in
der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach Erreichen dieses Zieles tun möchte. Das heißt in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Hier ist natürlich auch nicht leer aus. Yo! Da haben wir's! Surfer! Setz die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. Das wär's auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Und ich weiß es noch nicht, da setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Besser, das nächste Mal gewinne ich. Das ist ein würdiger Rivale. Scheren finde ich super, aber Bell geht mir bis auf den Sack. Das ist einfach so, fragt nicht. Scheren sehe ich halt einfach die Motivation, den Kampfgeist, so Bell so, naja, habe ich halt verloren. Und Scheren tut so richtig viel interpretieren, bin ich einfach nur schlecht. Und bei ihm merkt man, dass es ihm richtig zusetzt, dass ihm dieses Hobby einfach, ich weiß auch nicht. Er nimmt die ganze Sache halt einfach ernster als Bell. Klar, man muss auch irgendwo chillig rangehen an ein Hobby. Man darf nicht die ganze Zeit so reinschwitzen, ne? So, sie komplett auspowern in den ersten 5 Minuten. Sagen wir mal so, aber Sharon ist richtig bei der Sache. Und Bell so, ja, die ist neben der Spur. Keine Ahnung, ich mag sie aber nicht. Ja, bewegen. Nein, nicht in der Box. Und ja, wir haben Navitau. Pokémon abgeben. So, ciao, Nagelotz, aber danke, dass du mir gedient hast. Ich glaube, du hast keinen einzigen Kampf gewonnen. Oh, Nagelutz. So. Okay. Dann bringen wir jetzt mal schnell Moritz Surfer bei. Was ist denn hier? 95. Ja, es ist eine starke Attacke. Aquabälle raus, würde ich sagen. Und das hier ist auch eine spezielle Attacke. Mit 35 Angriff mehr, kann dafür aber nicht unbedingt verwirren. Ja, auf jeden Fall. Aquabälle raus. Sehr geil. Ja, eine stärkere Attacke bekommen. Und, wir haben jetzt Navitop drin, oder? Habe ich schon reingemacht? So ist es. Na dann. Muss das Vieh noch fliegen erlernen? Ja, lernen. Also, was raus? Ja, Windschnitt ist mir eigentlich egal, was rauskommt. Und, Navitaub werde ich eh nicht spielen. Werde dann nur aus Versehen oder als Einwechselmethode, um ein anderes Pokémon irgendwie heilen zu können oder so. Also wie setze ich Fliegen ein? So. Hier oben war es. Von der Aerohöhle. Das heißt, vor der Elektrolythöhle muss irgendwo der Eingang sein. Denn die Elektrolythöhle endet ja direkt hier. Also. Auf nach Maria City zurück. Das ist die Stadt mit der geilen Musik. Safe. So ist es. Oh, Kevin kurz vor dem Level ab. Das lasse ich mir nicht entgehen. Na dann, Akrobatik. Ja,
Ja, unser Team ist schon inzwischen ziemlich gleichmäßig gelevelt. Außer natürlich Hoppel und Miguel müssen noch besiegen. Daher packe ich mal Miguel lieber. Bei Hoppel finde ich eigentlich schon stark. Miguel könnte noch was werden. Da ist ja schon ein Pokéball. Ich dachte, man sieht noch gerade. Gift Heap, ja. Haben wir ein Gift Pokémon im Team? Nein. Das könnte wahrscheinlich Koppa lernen. Ja, Koppa und Hoppel. Nein, 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 Hoppel hatte schon ein volles Moveset. Aber wir könnten. Bei Koppa eine Kampfattacke verlernen lassen. Oh, Sandwirbel haben wir bisher nicht wirklich genutzt, daher nehmen wir es raus. Hätte eine gute Attacke sein können, aber wir lassen es jetzt mal. Perfekt. Den Server können wir schon mal einsetzen und jetzt wäre es ganz geil, wenn ich irgendwo einen Schutz finden würde. Top-Schutz. Wir werden jetzt ein paar Schritte laufen müssen, bis wir mal zu speziellen Pokémon kommen. So, da komme ich ja wohl auch noch ohne Surfer hin nochmal, denke ich. Ich frage deshalb, wo müssen wir es verwenden? Drüben, oder? Nein, das ist nicht. Hier. Ich glaube, hier müssen sie denn. Ja, wir haben sie. Perfekt, das ist ein Emu-Bug. Wir sollten hier wohl anscheinend die VM-Blitz. Oder nicht VM. Ist es eine VM? Ich glaube, später wurdest du dann nochmal ein TM, aber ich sehe hier keinen, wohl Blitz haben wir wahrscheinlich, ja, hier. Ich kann auch Höhlen erleuchten. Will die zufällig Navitauber lernen? Nee, den werde ich es ganz sicher nicht beibringen. Allerdings brauchen wir hier Stärke. Oh, ich muss mal schauen, wie das denn ist. Wo wir das neue Teammitglied finden könnten. Ach so, ja, mein Internet ist weg oder was? Ja! Werd wieder gewodafont. Sogar im Video. Ich kann aber nicht ins Internet gehen, finde ich geil. Also wenn ich jetzt so auf YouTube Startseite, ja, Verbindung zum Internet herstellen. Geil! Irgendwas hat das Internet kaputt gemacht. Und ich kann jetzt nichts machen. Schutz wirkt nicht mehr. Daher wird es jetzt auch schwierig zu schauen, wo denn dieses Pokémon sich rumtreibt. Das ist es schon mal nicht. Wo habe ich denn mein Handy? Dann könnte ich wenigstens da schauen. Oh, Jungs. Cool, nach dem Encounter kurz mein Handy und versuche mobile Daten. Ey, das kann doch nicht sein. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich, ein Crit halt auf die Fresse. Junge, Miguel. Komm schon. Danke. Okay, Miguel ist hier keine gute Option. Aber bei dem Pokémon wäre Kevin ganz gut. Ihn einwechseln, nachschauen, ob sie irgendwo ist. Wir sind nicht, daher hole ich kurz mein Handy. Denk mal aufs Maul holen, kannst du gerne machen.
Während wir hier random encountern, google ich einfach mal. Ach, Internet am Handy geht. Ja, finde ich geil, dass der PC irgendwie gerade am Arsch ist oder so. Das Kabel hinter mir scheint doch zu funktionieren. Das Kabel, das ist mein Internetkabel, was man hinter mir sieht. Wait, also. Panairo Höhle. Schön. Es hat nur eine 20% Chance, das ist die Sache. Ja, 20% Chance steht da. Das heißt, wir können es auf jeden Fall hier holen, aber... Naja, es gibt halt andere, die haben eine 50% Chance und eine 30% Chance. Das Flecknoll hat wohl die 50 und das Sedimanto eine 30. Da kommt dann noch die 20% von dem anderen Vieh. Naja. Egal, gehen wir einfach durch und links hinter uns. Was für ein Typen hatte nochmal das Team mitgeht? Ich glaube nur Drache. Wäre mir persönlich auch recht. Also, der scheint nur Drache zu sein. Mit der Endentwicklung aus. Auch nur Drache. Ja, gut. Also, simples Pokémon. Wir müssen weit nur noch finden, ne? Da wir hier gerade in der Höhle sind, könnten wir es mit dem Finsterball fangen. Es gibt hier nur drei Pokémon, beziehungsweise vier, wenn man eine Staubwolke mit einnimmt. Und das, wenn ich auftauche, ist 20% Vieh. Willst du mich verarschen? Naja, Morga ist auch schnell, daher haben wir eine hohe Flüchtrate. Es kommt 30 Mal das Vieh mit der 30% Chance, aber nicht einmal das mit der 20, komm schon. Was soll das? Komm schon. Komm schon. Jetzt muss es sein, komm schon. Ich schneide mal. Da ist es. Liebes Milze. Natürlich mal wieder das falsche Geschlecht, aber ey, ich habe eben gefühlt nur männliche Zuschauer, nach denen ich Pokémon benennen könnte. Wir schwächen es erstmal, da Milz, glaube ich, nicht so eine hohe Fangrate ab. Er hat mit Funkensprung, sollten wir es auch ganz gut machen können, denke ich. Ja, Funkensprung macht in Ordnung schon. Oh, ja gut. Wenn du es so einfach machst, Kevin, dann können wir ihn natürlich auch jetzt schon fangen. Also, dann habe ich keine Finsterbälle mehr. Gut, dann muss ein Hyperball ran. Schon. Geil. So, das wäre unser letztes Teammitglied. Ich auch gleich mal einen Vogel rausschmeißen. Ja, nämlich Abdul. Junge, ich kann das ABC aber nicht. Normalerweise noch mit einer 47, wenn ihr ihn auf YouTube suchen wollt, aber hier schreibe ich nur Abdul. Ja, Box 1. Ja, hole ich mir gleich. Da unten ist noch irgendwie eine Eide. Das können wir uns noch holen. Entwickeln tut er sich erst sehr spät, aber das werden wir hoffentlich noch in Let's Play erfahren. Jetzt ist mein Top-Schutz wieder, damit wir hier durchkommen können.
zu attacken. Er hat sie irgendwie auch gleich. Können wir diese abkürzen? Der Surfer wird geil. Wir haben aber viel mehr Bewegungsfreiheit. So, hier war es nicht, oder? Ja, ziemlich sicher. Den Stein her müsste es genau hier sein. Seidenschal stärkt, glaube ich, Normalattacken. Okay, gut, dann habe ich, was ich wollte, und wir können zurück nach Panero City fliegen. Die Höhle haben wir erkundet, mehr oder weniger. Muss ich dann zum Ende des Games machen, denn da wird sich irgend so ein legendäres rumtreiben, keine Ahnung. Habe ich gelesen auf der Seite, deswegen. Ja, müssen wir dann noch später hin. Was für mich bedeutet, dass ich das momentan ignorieren kann. So, raus. Und Abdul rein. Damit wäre unser Team vollständig. Level 30 stand da, glaube ich, gerade. Ja, ich glaube, viel höher konnten die hier eh nicht sein. So Level 30, 31. Daher ist in Ordnung, dass er nur Level 30 ist. Was hat er denn für Attacken? Drachenklaue, yes. Special Verteidigung hoch, Special Angriff down. Wirkt eigentlich ganz gut. Also Special Verteidigung könnte er ja mehr vertragen. Und Special Angriff wirkt jetzt nicht so, als wäre das ein guter Angriff. Daher physischer Angriff ist gut, das Wesen ist so gut wie perfekt, würde ich sagen. Schaden, wenn Ziel dasselbe Geschlecht hat, ja. Das heißt, Abdul wird jetzt der Frauenschläger, sehr geil. Jetzt war Abdul. Gut, ansonsten. Lassen wir das, heilen wir uns noch und gehen schon mal in Richtung der nächsten Höhle. Ne, Wendelberg war es, der Wendelberg. Müssen wir jetzt anscheinend den Berg rüber, um zur nächsten Arena zu kommen? Oder müssen wir überhaupt? Also, nee, der Champ hat uns da abgefangen, natürlich müssen wir da lang. Karte. Bei den Schwarz und Weiß 2 ist hier unten noch so eine Stadt. Ich habe es letztens mal ausprobiert, so, da war hier unten eigentlich noch eine Stadt. Städte gibt es noch. Anscheinend kommen noch ziemlich viele Städte ohne Arena. Was? Traditionelle Stadt, in der man seine Wurzeln noch zu schätzen weiß. Ah, ich dachte schon, nicht zu schätzen weiß. Dann ist die Stadt im Winter eingeschneit, so erstrahlt sie in silberner Pracht. Ja gut, Winter war letztens, habe ich aber wieder umgestellt. Es ist ja momentan wieder Herbst. Ach, scheiße, ob ich glaube, ich hatte eh noch einen Schutz aktiv. Ja gut, der hilft mir nicht vor dem Trainer. Und Gras gibt es nicht nur starke Pokémon. Ja, wahrscheinlich. So ein kleiner Junge mit zwei Pokémon kommt. Wieso heißt du Dietrich? Wer nennt sein Kind Dietrich? Ach du Scheiße, das ist ein beschissener Name. Naja. Akrobatik sollte hier mal 1 Schaden machen und das reicht fast. Ne, gut, war auch gut. Steinhaltiges wird nicht so weit. Dann noch eine Akrobatik und das Vieh ist weg und dann sehen wir auch schon, was er zweites hat. Die Cheater. Ja, kurz. Wenn Abdul dann in der nächsten Höhle einsetzen, da kann er ein bisschen leveln, aber jetzt nicht hier. Ich glaube, das Vegeta könnte ihn sogar besiegen. Mein gleiches Level, aber das Vieh ist voll entwickelt und er nicht, daher sieht für Vegeta besser aus.
Mann, du bist ja echt total stark. Junge, Junge, was für ein Trainer. Du bist aber nur schwach. Oh, wait. Beide. Überall. Immer wenn ich mehr brauche. Wir haben alle Teammitglieder. Aber egal, wir haben ihn mitgenommen und ich sage, laufen wir jetzt noch in diesem Part zurück zur Höhle. Kann man ja noch schnell machen. Der Schutz weg. Ist mir jetzt egal. Auf die Seite. Oder weil ich renne, gehe ich zu früh runter und renne NC Blitz rennen. Es kann natürlich auch passieren unter Umständen. Naja, wir sind eh gleich da. Deswegen jetzt halt noch einen Schutz, damit ich jetzt nicht noch in weitere Kämpfe gerate. Aber kein Stärker, denn ich würde gerne die Pokémon in der Höhle sehen. Daher nur ein normaler. So, der rennt hier weg. So. Also diesen Ort. Interessant. Da haben wir nur eine gerade Strecke soweit. Den Ort werden wir uns dann im nächsten Part anschauen. Bis dahin und ciao.